Dies ist ein kleines, ruhiges Autohotel, abseits der belebten Autobahnen. Und wie Sie sehen, erscheint es völlig harmlos. Aber es hat eine traurige Berühmtheit erlangt, als Tatort eines Verbrechens. Zu diesem Autohotel gehört als Nebengebäude ein altes Haus, welches schon, wie Sie zugeben werden, erheblich düsterer aussieht und auch nicht so harmlos wie das Autohotel. Und dort geschah ein fürchterliches und unheimliches Verbrechen. Ich glaube, wir können mal reingehen, denn es steht zum Verkauf. Aber ich weiß nicht, wer es jetzt noch kaufen will. Hinter dem Fenster, dort im ersten Stock, da über dem Eingang, hat man die Frau zum ersten Mal gesehen. Gehen wir hinein. Nicht wahr, sogar bei Tag macht dieses Haus einen unheimlichen Eindruck. Oben auf dem Treppenabsatz ereignete sich damals der zweite Mord. Sie kam dort aus der Tür und traf oben mit ihrem Opfer zusammen. Ein Messer biss in ihrer Hand auf und im selben Moment stürzte das Opfer mit fürchterlichem Krach herunter. Ich glaube, beim Aufprall brach sofort das Rückgrat. Es ist schwierig zu erklären, mit welchen Verrenkungen der Körper. Na, ich will mich nicht damit aufhalten. Gehen wir lieber nach oben. Natürlich hatte das Opfer, oder vielmehr hatten die Opfer, keinerlei Vorstellung, mit welchen Menschen sie in diesem Haus zusammentreffen könnten. Besonders die Frau. Sie war wunderlich und höchst merkwürdig und... Aber gehen wir in ihr Schlafzimmer. In diesem Raum hat sie gelebt. Es ist noch alles ebenso wie vorher. Sogar der Abdruck ihres Körpers auf dem Bett ist noch zu sehen. Ich glaube, einige von ihren Kleidern hängen noch im Schrank. Das Zimmer ihres Sohnes. Aber da gehen wir jetzt nicht rein, weil sein Lieblingsplatz der kleine Empfangsraum hinter dem Büro des Hotels war. Na ja, gehen wir mal hin. Dieser junge Mann hätte jedem leiten müssen. Immerhin wurde sein Leben von einer fast wahnsinnigen Frau beherrscht. Und das würde wohl so ziemlich jeden dazu bringen. Gehen wir erstmal rein. Dieser Raum hier war also sein Schlupfwinkel. Sein Hobby war, wie Sie sehen, das Tier ausstopfen. Hier eine Krähe, dort eine Eule. Eine wichtige Szene spürte sich hier ab. Es war während eines Abendessen. Und da fällt mir ein, dieses Bild hier hat außerordentliche Bedeutung, weil es, gehen wir erst noch zu Zimmer Nummer 1. Ich will Ihnen dort etwas zeigen. Hier ist alles wieder in Ordnung. Das Badezimmer. Aber hier haben sie inzwischen sauber gemacht. Großer Unterschied.
Sie hätten nur das Blut sehen sollen. Der ganze Raum war... Na, es ist so grauenvoll, nicht zu beschreiben. Und ich sage Ihnen, hier hat man etwas sehr Wichtiges gefunden. Da drin. Es war so, der Mörder schlich sich vorsichtig hier herein. Die Tür war an, sonst war kein Geräusch. Und